Ja. Und wie das hier aussieht, ist komplett egal im Endeffekt, weil da kommt eh die Iris noch drüber, dann sieht man das nicht. Das mache ich jetzt gleich mal. So. Und dann fällt das eh nicht mehr auf. Wo sind denn die lieben Leute mit dem Sternzeichen Waage? Bina, danke fürs Folgen. Freut mich, dass ich dich begrüßen darf. Ich hoffe, es geht dir gut. Sternzeichen Waage, wunderhübsch. Automatisches Ausschneiden. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst her. Oder wir machen das einfach hier so ganz dezent an den Rand, so ein bisschen verblendet, aber vielleicht ein bisschen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, so würde ich sagen, eventuell, möglicherweise. Das sieht doch ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Sternzeichen Waage, Hallöchen. Raider, danke für dein Follow. Schön, dass du mit dabei bist. Milo folgt mir auch. Pauline auch. Hallo, hallo, hallo. Skorpion. Wo sind denn hier die Skorpione? Skorpion. Oh. Ich wollte das Symbol doch noch haben. Ich mache das ruhig mal so groß hier hin. Das ist ja egal. And then kommt die Farbe hier reingeholt. For real, danke fürs Folgen. Einen wunderschönen guten Tag an alle. So, kriegen wir hier vier Farben raus oder wird das nur was mit dreien? Danke für die Rosen. Oh, hier ist grau. Oh, nice. Obwohl ich, glaube ich, zuerst lieber das Schwarz gehabt hätte. Naja, ich flutsche hier noch mal eine Ebene drunter und hole mir Schwarz. Ach, so ein Hin und Her. Wird schon alles irgendwie ausgemalt sein. So, Zeichenassistent, Alphasperre, Terpentinstift an die Front und los. Oh, so ein Kreuz und Quer hier. Dankeschön für die Geschenke. Ich habe irgendwie meinen Zeichenassistenten ein bisschen verkrebelt, deswegen sieht das so komisch aus. Fällt aber nicht auf, wenn die Iris da wieder drüber geflutscht ist. Ein bisschen geschummelt. Clippingmaske und wir brauchen ein bisschen mehr Schwarz. Oh yes. Aber es sieht einfach so komplett anders als gestern aus. Gestern hatte ich das Grau irgendwie da nicht gesehen. Haha. Das Symbol holen wir uns auch noch ran. Zack. Dann kommt das weg. Sternzeichen Skorpion. Wo seid ihr denn, Jungs und Mädels? Hallo. Tatam, tatam, tatam. Ja, nicely. Das kann sich doch eventuell sehen lassen. Kann man sich angucken. Die Sabi ist Skorpion. Na, dann hoffe ich, dass es dir gefällt.
Danke an alle, die das Plus bei mir klauen. Dankeschön. That makes me very happy. And jetzt, was machen wir jetzt? Wüstenengel, dankeschön. Danke für die Rose. Jetzt haben wir... Was haben wir denn jetzt? Hallo. Andy, danke fürs Folgen. Wir haben Steinbock. Okidoki. Ach so, das Symbol. Steinbock. Wieso ist das jetzt hier unten? Ich brauch dich hier oben. Ich könnte mir das ja gleich ausschneiden. Dann haben wir es hinter uns. So und so. Und dann geht's los. Es geht los. Seid ihr bereit für den Steinbock? Hallo? Wo ist mein... Ich hab's nicht gesehen. Eiskalt nicht gesehen. Das ist doch ein schönes Braun. Ja, wir nehmen die drei Farben. Und den Zeichenassistenten muss ich jetzt nochmal... Seht ihr, der ist nämlich nicht gerade. Der muss hier in die Mitte. Darum sah das eben ein bisschen komisch aus. Habe ich hier gefuscht oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, das sieht noch nicht richtig aus. Ha! Es wird. Du kommst weg. Ich brauche schwarz. Zack, 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 zack. Nicely. Very, very nicely. Die Iris. In die Mitte. Dann gibt es noch eine Runde Unschärfe auf die Nuss. Und das Steinbock-Symbol. Haha. Noch ein paar Lichtreflexe. Und dann sind wir fertig mit Sternzeichen Steinbock. Wo seid ihr denn? Macht euch mal bemerkbar hier. Wie wär's denn mit Steinbock folgt Steinbock? Vielleicht findet ihr jemanden, der am selben Tag Geburtstag hat wie ihr. Das wäre doch cool, oder? So, du kommst weg und wir sind fertig mit Sternzeichen Steinbock. Das gefällt mir sehr gut. Vielleicht hat ja jemand das Sternzeichen und dieselbe Augenfarbe. Na, das wäre ja der Hammer. Sieht gut aus. Dankeschön.